Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Ich wollte gerade Pferdekauf sagen, aber das Pferdekauf-Video ist schon draußen, also ja. Ja, heute fangen wir mit der Quest hier bei Po die Krähe an. Und denn sie bringt uns zur Lagerstätte zum ersten Mal dahin und dann schalten wir, glaube ich, die anderen Quests an, also ab. Ich weiß nicht. Also mal gucken, was sie uns sagt. Hallo, ich bin Po die Krähe. Kenne dein Ziel in Ferne und Nähe. Ja. Während andere sich verstecken und kein Wort sagen, musst du dich in die Festung des Galoppierers wagen. Dort wartet ein Geist namens Kasper auf dich. Die Antworten, die du suchst, kennt sie sicherlich. Sie spielt mit dir auf Geistermanieren. Also verspäte dich nicht, dunkle Portale erwarten dich. Mehr Worte für dich habe ich nicht im Sinn. Und jetzt spute dich, reite schnell dorthin. Okay, und bei ihr haben wir anscheinend auch also Sammelquests, aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das heißt, wir werden etwas später drauf gehen. Und dann schauen wir mal, was wir da oben machen müssen. Hier beim großen Portal. Das ist das einzige Portal, das so angestaltet ist. Oh jemine. Tut mir leid. So, da sind wir und wir verwandeln mal unser Pferd in seiner Gestalt. Mensch, Maya. Hä? Okay. Du bist so ungefähr der 100. Mensch, der mich heute aufsucht. Geht es wieder um einen sprechenden Vogel? Ja? Hey Mädel, melde dich, wenn du kurz Zeit für mich hast. Du wirkst etwas verloren. Also gut, vielleicht hast du schon von der Festung des Galoppierers gehört, vielleicht auch nicht. Jedenfalls gibt es diesen Ort schon sehr lange. Der Galoppierer sagt dir was? Er ist der Chef vom Ganzen hier. Hängt das ganze Jahr hier rum, bis er im Herbst nach Jorvik zieht, um da für Unruhe zu sorgen. Die meiste Zeit ist er damit beschäftigt, die Leute zu jagen oder verlorene Seelen in die Festung zu bringen, so wie mich. Wie wir uns hier die Äonen der Zeit vertreiben? Nun, wir könnten uns dem Bedauern stellen, das uns daran hindert, weiterzuziehen. Oder wir könnten abhängen, Unsinn anstellen und mit etwas Glück alle paar Jahre eine Party schmeißen, wenn der alte Galoppierer nicht da ist. Verstehst du, diese sogenannte Festung des Galoppierers ist eher ein Spielplatz des Galoppierers. Okay, also bist du dabei oder bist du dabei? Ich bin dabei. Eine Gruselführung durch die Festung. Gut, dann schau dich mal ein bisschen in der Festung um. Sieh dir den Kessel an, das Lager, den Stall und was dir sonst noch so ins Auge fällt. Wir nehmen schon ein anderes an. Sieh dir das an, Mädel. Der Galoppierer hat doch tatsächlich ein Portal, das in seiner Erinnerung führt. Da vorne. Da geht es ziemlich chaotisch zu, aber das Rennen dort macht Spaß. Probier es mal aus. Ja, machen wir. Aber wir schauen uns zuerst ein bisschen um. Ich nehme sie nicht alle an, weil ich möchte auch ein paar Quests mit mein anderes Pferd machen. Das ist der Kessel. Ich sehe mir schon seit Jahren an, wie Leute herkommen und Seelensplitter in das Ding schütten. Komm her, schmeiß sie rein und du marschierst mit schicken neuen Klamotten wieder hier raus. Seelensplitter bekommst du, wenn du dich mit den Aktivitäten hier in den Festungen beschäftigst. Oder du untersuchst die gruseligen Vorgänge, die sich zu dieser Jahreszeit auf Jorvik abspielen.
Okay. Ja, Seelensplitter möchte ich jetzt noch nicht reinziehen, also reinschütten. Dieser nützliche Helfer hier gewährt dir Zugriff auf alles, was du in deinem Kleiderschrank zu Hause hast. Wie er das macht, weiß ich doch nicht. Das sind die Händler, sind etwas wortkarg, aber sie haben tolle Angebote, jede Menge gruselige Sachen zu gar nicht schrecklichen Preisen. Schrecklichen Preisen, ne? Hoppala, falsche Richtung. Ich wollte eigentlich hier hin. Das Rennen machen wir nachher. Erst schauen wir uns ein bisschen um. So, der Stall hier. Das hier ist der Stall. Wie ein Stall funktioniert, erkläre ich dir jetzt nicht. Aber sieh dir mal diese unheimlichen Schönheiten an. Ja, die Pferde kennen wir ja. Auf eins reite ich ja gerade. Ah, ich mag Halloween. Ich mag das Halloween-Event. Und es ist halt schade, wenn man groß wird. Dann macht man das ja nicht mehr so häufig, so Süßes oder Saures und so weiter. Diese Insel macht mich ganz nervös. Irgendwas stimmt nicht mit dem Turm. Die meisten Geister nähern sich hier, nähern sich ihm lieber nicht. Okay. Das Ding ist, als ich klein war, habe ich halt jedes Jahr das hier gemacht, also Halloween und so weiter. Begib dich durch das Portal und erlebe die schaurigsten Erinnerungen des Galoppreiters, falls du dich traust. Machen wir. Und wenn man halt erwachsen oder halt nur älter wird, dann sagen auch die meisten Freunde so, ja, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das ist was für Kinder und so weiter. Und ich war immer diejenige, die das halt auch bis ich 70 bin, machen würde, wenn nur die richtigen Personen dabei wären. Und wenn hier alle halt sagen, so, nee, ist was für Kinder, dann vergeht auch die Lust danach. Also, für mich ist es zumindest so. Aber ich würde das voll gerne eines Tages machen, wenn ich mein eigenes Pferd habe, zum Beispiel. Und wer weiß, vielleicht kaufe ich mir ein schwarzes Pferd oder auch ein weißes oder sowas und verkleide mich als der Tod oder so, weil, wisst ihr? Das wäre so cool, dann würde ich jedes Jahr Halloween feiern. Nur halt auf meine Art. Habt ihr es schon so etwas gemacht, also so verkleiden mit Pferden und dann reiten gehen oder ausreiten? Ich finde sowas mega, mega cool. Das feiere ich so krass. Und irgendwann werde ich es auch machen. Also, das verspreche ich mir. Oh, wir sind im Spinotal. Ich hoffe, die Musik ist immer noch nicht zu laut. Und für mich ist sie leise, aber in den Aufnahmen ist immer etwas komisch. Die Musik ist immer so bäm laut. Und dann habe ich Angst, dass man mich nicht mehr hört. Und ja, es ist halt ein bisschen komisch noch, aber ich werde das auch noch hinkriegen. Irgendwann, irgendwie. Oh je, ich habe es geschafft. Oh Mann. Oh Mann, oh Meter. Und geschafft. Unser Kürbis ist auch froh. So, wir haben ja jetzt die Aufgabe hier geschaffen. Und ich bin auf der falschen Seite. Nee, bin ich nicht. Gut. So. Und das sind die ganzen tollen Sachen hier. Die Portale bringen dich an den verschiedenen
verschiedensten seltsamen Orte. Da drin geht es total bekloppt zu, habe ich recht? Man könnte meinen, der Mann hätte seinen Kopf verloren oder sowas. Ja. Oh, ich habe das Maximum an Schillingen. Okay. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit dieser Folge Halloween. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.